am Ende des Tages verlierst du und gewinnst du automatisch ungefähr gleich viele Games. Das gleicht sich halt irgendwann aus. Du wirst zwar Streaks haben, wo du irgendwie 10 Games keinen Einfluss drauf hast und einfach nur verlierst. Du wirst aber auch 10 Games mal haben, wo du keinen Einfluss drauf hast und einfach gewinnst, weil Team gewinnt. Ja. Und also aber ich glaube sogar, und jetzt kommt nämlich meine Theorie. Normalerweise sagen wir, wäre ich bei 55% Winrate, weil ich meine Lane gewinne, gut spiele, Objectives mache, roam, Split pushe, Gold hole, viele Objectives, ich habe immer gutes Gold, ich habe immer gute Minions, guten Farm. Ich catch mit meiner Ult, ich habe den CC, mache Massen-Silence auf 3. Ich würde 100%ig hochkommen. Weil ich hätte dann so eine, weiß nicht, 57% Winrate oder sowas. Aber dann ist es ja zusätzlich noch, dass das Game schlichtweg einfach auch noch versmurft ist, zusätzlich. Und ich bin ja kein Smurf. Aber die hast du ja im Gegnerteam und in deinem Team. Genau. Nee, und das ist es, und da ist es nämlich, da kann ich euch jetzt beide schachmatt setzen. Ja, du hast einen weniger Smurf in deinem Team als im Gegnerteam. Rein theoretisch. Nee, noch das größte Schachmatt in der Geschichte. Ja. Was ist das durchschnittliche Silber, Bronze, Duo-Q-Team? Einer, der mal höher gespielt hat oder höher ist, aber er möchte mit seinem Freund spielen, macht sich einen zweiten Account und sie gehen rein. Das muss kein hoher Smurf sein. Wir spielen Bronze, wir spielen gegen Gold. Reicht auch, wenn der Gegner Gold 3 ist. Oder einen, meinetwegen Gold 1 oder irgendwie sowas. Das reicht ja schon, um die Lane so krass zu gewinnen, dass es dann einfach kracht. Ja, einen Bronze 3 Caitlyn gegen einen Gold 2 Ezreal Bottom Lane. Tut sich mit dem Support zusammen. Und die gewinnen so doll, und ich bin ja kein Smurf, und Schrobel ist auch kein Smurf, dass wir in der Duo-Q langfristig riesen Probleme haben. Ja, aber der Smurf, was sagt ihr dazu? Finde ich nicht gut, weil der Smurf, der schlechte Freund, ist definitiv der hinter den guten Smurf. 100%. Der spielt ja eine Yumi oder sowas. Macht der auch nicht immer. Also zurzeit ist es so, dass League ist, dass das schlechteste Glied entscheidet. Also es ist viel schwerer als eine Einzelperson, wenn man viel besser ist, zu carryen, als wenn du richtig kacke bist, ein Game zu verlieren für dein Team. Das heißt, ja. Ich weiß auch nicht, wo du es hernimmst, dass die meisten Duos ein guter und ein schlechter Spieler sind. Ich glaube, es gibt auch sehr viele Leute, die einfach duen, obwohl beide die gleiche Elo sind. Das Problem ist, was ich sehe, ist, dass du dich daran aufhältst. Also deine Gedanken, und wir sind halt limitiert an, wir können nicht an alles gleichzeitig denken. Ja. Und wenn deine Gedanken damit voll sind, dass das ein Smurf ist und dass ich eh keine Chance habe und alles ist kacke, dann denkst du nicht mehr daran, an dein eigenes Game zu spielen und an die Schritte, die du machen sollst und wie du das Game gewinnen kannst. So. Ja und nein. Dieses Spiel war zum Beispiel, der Zed war crazy. Sidesteps, Damage, Harris, Farm, Ganks, Double Kill, Tower Dive, Split Push, der 10-0 gespielt. Das war für den gar nichts. Er hat das meiste Gold und ich habe gegen diesen krassen Set trotzdem 3-1 gespielt und auch einen guten Farm. Das heißt, es ist wahrscheinlich ein Gold-Set oder sowas. Und Ich habe eine Analyse gemacht. Ja? Der macht jedes Game 14 Kills und verliert trotzdem 60% seiner Games, weil er das Spiel nicht kann. Ich hab den kurz analysiert und der kann zwar gut seine Lane und seine Mechanics und der macht Kills, aber der kann das scheiß Game nicht. Ist Bronze Hardstack seit. Ich bin so ein nicht gestorben. Weißt du? Mit jemandem, der solche Mechanics hat. Ich meine, deine Laning Phase ist wirklich nicht schlecht. Mhm. Das Problem ist, dass du du hast keine Ideen, was du machst mit deiner extra Zeit. Also vor allem, wenn du Maisa spielst, hast du sehr, sehr viel Zeit. Wo du eben warnen kannst, wo du roamen kannst, wo du Playlinks pushen kannst. Und zum Beispiel der eine Roam, das war ein perfektes Beispiel, er roamt Top Lane. Du merkst, okay, ich kann hier nichts machen, ich push nur den Tower. Mhm. Und du hast viel, viel mehr Gold bekommen als er oben. Er hat oben einen Kill bekommen, du hast 4 Platten fürs Turret bekommen, du hast super, super viel Gold geholt. Und dein Lead, den du fast jede Lane aufbaust, auf die Karte zu bringen, ist das, woran du arbeiten musst. Also musst schauen, wo kann ich helfen? Und wie können wir das Game gewinnen? Zum Beispiel in dem Game, es gab 2-3 Situationen, wo du sicherlich mit deinem Team zusammen den Zed hättest einfach killen können. Deine Ult drauf, dein Team ist da, der ist tot. Und diese Situation zu kreieren und diese Situation zu erkennen, das ist der nächste Schritt. Ja, okay. Ja gut, das wäre jetzt nur ein Kill. Aber bei dem Game war ja... Ja, aber mit einem Kill kannst du dann Drake vielleicht pingen oder Baron pingen oder irgendwie Vision aufbauen, Gegner Jungle klauen, irgendwie sowas. Also du kannst ja, wenn der Zed tot ist, dann haben die ja niemanden mehr, der dich aufhalten kann sozusagen. Dann bist du ja Endboss.
Okay, aber warte, lass mich dir eine einzige Sache sagen. Hescher, danke für den Prime. Eminent, danke für den 21. Ein schlechter Trade auf der Lane, Snowball in den Drake. So, der Laner tradet schlecht, er verliert seine HP, er muss Base, dein Team kriegt Drake. Hilfe wieder für den Support, genauso Leute. Kann ein Kill, wir sind so gedroppt, super, was Subs angeht, ne? So. Hilfe. Ich krieg ein Kill, ist aber okay. Das Team nimmt einen Fight 4 gegen 5. Ich werde die alle wieder aus euch raussaugen, Alter. Und 5 gegen 5 hättet ihr vielleicht verloren. Und so musst du quasi Step by Step das sehen und nicht sagen, ja, ist ja nur ein Kill. Sondern ein Kill kann super, super viel, super, super viel. Keine Sorge, Chat, ich sauge euch aus, Alter. Am Ende kann ein Kill spielentscheidend sein, ne? Wenn ich schnapp mir alle eure Subs, Alter. Noch zwei Wochen Kill September. Ist, ja, September ist tote, ne? Weil, Nummer bei mir, leider. Aber hätte man es in diesem Spiel, glaubst du, hinbekommen, irgendwie im Team zu fighten, weil die Bottomlane war ja dauertot. Immer wenn Drake up war, die waren gestorben, sind auf die Lane gelaufen und wieder gestorben. Da kannst du ja nicht ums Team drumherum spielen, wenn die einfach. Das war ein 20-Minuten-Game, die haben 15 Tote, die haben ja gar nicht gelebt. Die Lilia wurde gecounter-jungelt aus der Hölle und Top hat 80 Farmen hinten. Ja, wenn du mal auf dein Profil klickst, also ihr hattet ein Time-Fenster, also klick mal kurz auf Play Again und dann klick oben auf dein Icon. Jetzt auf Match History und dann auf das Game drauf gehst. Ja. Und dann jetzt auf Overview oben klickst, da siehst du ganz genau, Minute 13 war die Gold Even. Und das war ungefähr, wo der Twitch so 2-2 stand, wo ihr noch halbwegs gut im Game wart. Und ich, also alles danach ist sehr schwer, noch das Game zurückzuholen, weil dein Team halt dauernd gestorben ist, ne? Aber du hattest auf jeden Fall mehrere Fenster in diesen Minuten zwischen, wo du Level 6 bist und Minute 13, wo du für Plays hättest gehen können, ja. Okay. Aber also ich bin mir sicher, um das Game zu gewinnen, hättest du um einiges besser sein müssen als die Elo. Also das auf jeden Fall. Also das ist kein normales Game, was du jedes gewinnst. Dritte Game ist ja automatisch zu 100% verloren, egal was passiert. Ich habe das gesehen, ich habe Offstream, Quickplay, eine Runde Vex Mitte gespielt und ich war 1-14. Aber egal, was ich gemacht habe, das Team hat so durchgestompt, wir haben komplett das Game gewonnen. Und so ist es manchmal auch andersrum. Also dann genau, solche Games gibt's und damit muss man. Hot Friend, danke, Alter, für den Tier 1 und 1 Monate. Ja. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt ins Duo-Coaching. Wollen wir direkt Support AD Carry spielen oder wollen wir ein, zwei Runden irgendwie so, wie wir jetzt spielen, damit wir halt einfach ein bisschen. Nee, wenn schon auch unsere Bottom Lane, oder? Okay, dann kann es aber sein, dass wir direkt Platin eingerankt werden, ne? Leute, was ist besser fürs Platin-Projekt? Wir starten unten und kämpfen uns unten aus der Eisen-Bronze-Elo-Hell hoch nach Platin? Oder wir tryhard unsere Einrank-Games hundertprozentig, dass wir vielleicht schon Gold 2 kommen und dann müssen wir nur noch 8 Games machen und sind Platin? Was ist besser? Schon unten aus der Hölle nach oben, ja? Okay, ich meine, du kannst aber auch, also wenn du jetzt Mitte gehst und ich, keine Ahnung, wenn ich pick irgendwie sowas wie Samira Botlane oder so und dann ist die. Oh, aber hier gehen einige sagen, ich will auch keine Low-Elo-Games sehen. Okay. Bro, aber dann sind die im falschen Stream, wenn die uns zuschauen, ne? Also, ja, das stimmt. Also was? Ich will keine Low-Elo-Games sehen, ist eine krasse Aussage, Alter. Hier sind wir 15.000 Zuschauer bei mir, wenn ich Bronze-Hardstack bin und jetzt schreiben alle rein, sie wollen keine Low-Elo-Games sehen. Und das, was Nie27 schreibt, akzeptiere ich auch. Wir können auch probieren, bis nach Emerald zu kommen. Ihr könnt ja mal ein Game spielen und schauen, wo ihr überhaupt eingerankt werdet. Das stimmt. Wir können mal ein Game machen und schauen, was passiert. Ihr könnt ja mal ein Game Botlane spielen, schauen, wo ihr eingerankt werdet und dann danach neu entscheiden. Also ich bin ja hier für das High-Elo-Gameplay tatsächlich. Da, ich spiele jeden Tag 16 Stunden League of Legends und bin bis fünffach. Na und? Das komplette Leben entgleist. Das ist das Problem nicht. Ja, und das mache ich seit Season 1. Ja, okay, du machst das ja aber dann. Deswegen hast du auch keine Haare mehr, ne? Das ist gut. Deswegen habe ich auch keine Haare mehr, ja. Du machst das ja aber hauptberuflich. Ich muss ja eigentlich noch den ganzen Variety-Stuff machen. Aber gehen wir dann direkt in Super-Tryhard-Stimmung und spielen direkt einfach die ganze Zeit unsere beste Lane oder was ist jetzt der Plan? Ich hab Bock auf Damage-Support. Gut, also haben wir uns dafür entschieden, erstmal ein paar Games zu verlieren. Ist auch okay. Das ist auch fein. Wie gut kannst du Bottom Lane coachen? Auch kein Problem. Also ich sag, bis High Master, Grandmaster coach ich alles. Das ist kein Problem. Oh, sorry. Sorry, Kama. Es ist ja oft immer das Gleiche dann. Ab, wenn die Laning Phase vorbei ist, oder nicht?
Also klar, je nach Champion und je nach Rolle hast du unterschiedliche Aufgaben, aber es ist klar, also sehr ähnlich. Naja, ob du jetzt und ein Team-Coaching machst oder ein Support-Coaching, das ist ja am Ende läuft alles auf gleiche Ergebnis hinaus. Bei einem Team-Coaching, was ich gerne mache, ist, ich habe da gerne mal so 15, 20 Minuten Theorie, da gibt es dann auch mal eine Folie dazu. Wie geil! Eine PowerPoint. Auch, was ich gerne mache. Ja, genau. Geil. Da probiert dann, tue ich dann immer ein bisschen was vorbereiten. Gibt es auch immer so ein paar Beispiele dann im Pro-Play, dann, damit man das einfach auch sieht, dass das genau die gleichen fundamentalen Sachen auch im Pro-Play passieren. Wenn wir das bei der LAN-Party bekommen im Coaching, ja, oder? Krass. Das kriegen wir das hin zu fünft mit PowerPoint? Wenn ihr wollt, ich komme auch gerne vorbei. Auch krass. Coaching. Oh. Auch krass. Da das ist kein Problem. Ich könnte mal nachts mal daddeln und euch tagsüber coachen. Und tagsüber coachen, dann schläfst du gar nicht mehr, geil. Also da gibt es halt Coaching erst um 15 Uhr, nicht um 13 Uhr, aber das war ja auch kein Problem. Und dann könnte ich, also wenn wir da früh was ausmachen, kann ich dann jeden Tag ein Thema vorbereiten und dann crazy. Am Anfang kurz eine Introduction und dann könnt ihr das am Tag üben. Und dann gibt es noch Solo-Coachings, wenn jemand Bock hat. Wäre auch eine Option. Was band man mit Blitzcrank? Jenna? Morgana. Morgana ist so der Standard-Bann. Ich meine, in meiner Ehe würde niemand Morgana-Bann. Das sind Standard-Bann, Yasuo und Yone. Das wird geil. Ja, wir haben da einen harten Skill-Gap bei der LAN. Die ist entstanden durch, wir waren alle mal höher. Oder viele, weiß nicht, Romata war Diamond, Nikki Diamond, Big Spin Diamond, Hanky Diamond. Aber das ist alles 10 bis 12 Jahre her. Und da wollen wir zusammen daddeln. Und Kroko ist halt ultra geil, den holen wir auch noch mit dazu. Aber ich meine ja, also, das ist ja dann perfekt, weil die Leute, die es ja schon verstehen, die brauchen danach vielleicht keine Nachhilfe nochmal. Oh. Und die, es ist aber krass, so, Hanky war früher Diamond 1, irgendwie Platz 350 Europa oder sowas. Da gab es Wave Management noch nicht oder Backtiming. Und das, du warst damals einer der besten Spieler Europas und das hattest du alles nicht. Ja, also die Leute haben sich haben sich um einiges verbessert. Ne? Wenn du dir League vor 10 Jahren anguckst, da denkst du dir, what the fuck machen die Leute da? Was nehme ich mit? Ich habe keine Ahnung für Blitzcrank Runen. Also du musst entweder... Das linke. Nee, es kommt auf das Matchup drauf an. Also du willst Glacial haben, wenn du die Tankiness von Aftershock nicht brauchst. Das heißt, das checke ich überhaupt nicht. Genau, du wartest kurz, bis die Gegner die Botlane einloggen. Ich habe mich verklickt. Ich wollte gerade sagen, ich werde Caitlyn nehmen. Warum? Jetzt bin ich Samira. Weil ich irgendwie... Mann, mit Samira wird's wieder schwierig. Und dann sind die wieder... Also weißt du, was ich meine? Ist doch gut. Ja, es ist gut, aber es macht keinen Spaß, wenn die jetzt... Weil die Gegner... Weil dann sind die wieder... Guck mal, was ist das denn schon wieder? Master Yi, Smolder, Echo, was ist das denn? Jedes Game ist hart. Ja, genau. Und da muss ich es mir nicht schwerer machen, wenn ich jetzt Samira pick. Deswegen hätte ich jetzt eigentlich gerne was anderes so gepickt. Geil. Du wolltest Crazy Combs. Ja. Was nehme ich jetzt bei denen? Wenn die Nautilus haben, Nautilus, Smolder? Dann ist honestly beides okay, weil Smolder hat nicht so viel Schaden. Das heißt, du kannst Glacial nehmen. Was ist, wo ist das? Links? Nehmen. Links? Das ist das linke oder das rechte? Mach nochmal beide auf. Das nehme ich. Glacial. Ja, du sollst das linke nehmen. Das ist einfacher. Ja, man wird ja hier. Man braucht jetzt nicht das Top. Nehme ich auch Ignite mit? Ich mag Exhaust immer so gerne eigentlich. Du brauchst hier. Eigentlich Ignite brauche ich. Exhaust. Wegen Warwick. Yee. Heilt sich Echo oder macht er was anderes? Mit einem Schild. Er kriegt ein Schild mit W und mit seiner Ult heilt er sich, wo er in der Zeit zurückspringt. Aber du wirst Ignite haben, einfach, dass ihr mehr Killfeld habt, wenn du mal einen Smolder hookst. Okay. So, was ist jetzt die Analyse? Gegen was spielen wir in unserem allerersten Ranked-Game auf den Accounts? Digga, also wieso ist denn Smolder schon wieder so krass? Ist nicht krass, das ist es nicht irgendwie Platin? Ja, ich glaube, das Problem ist, dass wir viel, oder stimmt das, Karma? Mir hat einer gemeint, dass die Solo Normal MMR mit reinspielt, gegen was du spielst in deinen ersten Ranked Games. Ja, also je nachdem, das hat man auch teilweise dann gemacht, extra noch Normal Games gespammt, bevor man in Ranked gegangen ist, um die MMR zu boosten. Also du hast dann Normal Game MMR und die beeinflusst
wenn du das allererste Mal Ranked spielst, beeinflusst die. What the fuck? Ja, ja, wir haben viel zu viel gewonnen. What the fuck? Wir haben die Accounts kaputt gemacht. Wir haben irgendwie 80% Winrate auf unseren Normal Games. Wir spielen in unserem allerersten Game schon gegen Platin, wo wir hinwollen. Also das ist ja so ein Format tot. Was ist das denn für eine Kacke? Jetzt lassen wir erstmal warten, wo wir starten. Und eigentlich können wir das Format immer noch, wir können das Format immer noch auf Emerald erhöhen. Mit deinem scheiß Emerald. Du weißt, glaube ich, nicht, ich bin hard stuck in Eisen solo, ne? Richtig. Hier für dich, Max. Hier, nimm mal. Guck mal, hier. Ein Coin für dich. Oh Mann, ey. Ist das scheiße. Nimm den Coin für deine Jaulung, Max, Alter. Zack. Noch einen. Oh, du Wichser, wo anders hin. Gehen direkt an dich die Coins. Nimm ein paar. Hol wen anders voll. Also für die Leute, die gerade eingeschaltet haben, die Heulung ist, ich wollte von Eisen oder Bronze uns hochkämpfen bis Platin. Dass wir jetzt im allerersten Game schon gegen Platin spielen, ist halt, ja, ist mein zweites Game Blitzcrank of all time. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Komm, geh zum Friseur, Max. Sag das macht jetzt nicht andersrum. Wir spielen jetzt gegen Platin und spielen uns runter bis Bronze. Das macht es viel besser, okay. Aber dann hätten wir jetzt nicht unsere Fantasie-Kombos gespielt. So. Martha hat noch nie Samira gespielt und ich habe noch nie richtig Blitzcrank gespielt. Der Coin macht ein True Damage, stimmt das? Ist gelogen. Nein, das stimmt. Also du kannst mit dem Coin theoretisch einen Kill machen. Macht einen Damage. Was? Aber Nautilus Hucken ist doch ultra lost, oder nicht? Na, ja, wir können ihn auch gut chunken. Hätte ich fast getroffen. Smolder ist Early Game schlecht. Okay, jetzt brauche ich. Karma, ich brauche jetzt unendlich viel Coach. Ich habe gar keine Ahnung. Habe ich ihn nicht getroffen? Habe ich ihn getroffen? Ja. Kannst du einfach mal hucken. Smolder ist super schwach. Ich kann selber das Matchup einschätzen. So. Wenn ich Nautilus hucke, tötet er uns, sag ich. Nee, wenn du Nautilus hockst, gewinnen wir den Trade hundertprozentig. Okay, zum Beispiel jetzt, schon gerade eben, mit Level 2. Ist dir bewusst geworden, dass du Level 2 geworden bist? Ja, und dann können wir reingehen. Und okay, hättest du dich schon besser positionieren können, bevor Level okay, 2 okay. Hat? Ja, ja, okay. Ich dachte, wir gehen Level 2 und dann gehe ich rein, aber ich habe mich schon besser positionieren können, das stimmt. Nee, genau, also du läufst meistens schon vor und dein ADK macht dann kurz den Alltag und dann hättest du Level 2 und bist schon dran. Okay. Aber macht es Sinn, Nautilus zu hucken? Nautilus ist nicht so tanky. Der ist nur tanky, wenn er seinen Aftershock hat. Oh, ich geht. Macht er clean. Ich bin extra nur so halb reingesteppt. Oh mein Gott, ich bin tot. Ich bin auch tot. Nein, bist du nicht, du lebst. Ich hab mich hucken lassen. Stay ich jetzt oder geh ich zurück? Mich jetzt zurück, ne? Du gehst base. Und ich? Du solltest wahrscheinlich die Minions farmen noch, die 1-2 und dann auch basen gehen. Das Gute ist, die pushen nicht so hart. Das heißt, die Wave ist so halb. Naja, und gleich kommt eine Formturn noch. Das heißt, Samira bekommt hier das meiste noch. Hab mich hucken lassen. Supportive. Vielleicht kannst du ihn hucken und abbrechen. Stell ich mal hier hin, so, und huck ihn mal. Nautilus, lass recall. Oh, hab dich gebaitet. Ja, Milan hat dich gerade sehr gut reingebaitet. Was du da hättest machen sollen. Du lässt dich baiten bei sowas? Was hätte ich machen sollen, ja? Den Nautilus recallen lassen, weil das der Nautilus da recallt, versetzt mit seinem Artikel ist nicht so gut. Und dann den Smolder canceln. Der hätte nicht gerecallt, das war nur ein Bait. Sicher? Ja, dann soll er das machen. Nicht. Ich skill mal einen Kuh. Genau, du skillst Kuh. Weiß nicht, was ich skille, auf dem Level sind wir hier unterwegs. Weißt du, was dein Hexflash macht? Ja, das hat. Ja, drück aber mal D. Das ist ein Flash. Ja, mach einfach mal jetzt. Das hat 20 Sekunden Cooldown. Genau, das lädt sich so auf und dann kannst du flashen. Lol. Das ist dein Hexflash. Das heißt, was du machen möchtest, ist, du stellst dich hinter irgendwelche Wände, wo sie dich nicht sehen, in die Büsche, wo sie dich nicht sehen, lädst den auf und probierst dann. Och Mann, was ist das denn, Max? Ich hab zu low, ich kann gar nicht aggressiv spielen. Ich kann gefühlt nur hucken, wenn ich sie dann auch in den Turm ziehe. Stimmt? Doch, du hast bis jetzt keinen einzigen Hook getroffen. Wir waren. Ja? Aktuell darfst du nur den Smolder hucken. Okay, guck. Aktuell darfst du nicht den Nautilus hucken. Aber wenn du Smolder huckst, ist es winning. Wenn der da reinsteppt, ist vorbei. Dann haben wir einen Kill.
Ah, oh, der Idiot, Alter. Gut abgewehrt. Der Idiot. Ich geh jetzt mal back. Mir gefällt das ja nicht. Das Game ist kurz davor, tot zu gehen. Wir haben keine Mana sein und kein Leben wegen des Early Hooks auf Romatra, wo wir alles rausgehauen haben, korrekt? Genau, ja. Romatra ist schuld. Ich bin ein Opfer. Okay, WLAN hat jetzt sich leider rauschunken lassen, deswegen muss jetzt noch eine Wave droppen. Ich würde mich jederzeit wieder rauschunken lassen, um den Backport abzubrechen. Dafür stehe ich mit meinem Namen, Alter. Ich 41, würde so viele 20 Minions. Aus der Heimat vertrieben. Dieses Schicksal verleiht mir Stärke. Blitzcrank ist richtig toll, nur nicht gegen was passiert ist. Damage, ja. Ich werde nicht snowballen auf der Lane. Das ist, die Lane muss ich irgendwie überleben. Deswegen war es auch dumm, Samira zu picken. Du wolltest das! Ja, ich weiß. Ich hab mich umentschieden. Da habe ich irgendwie aus irgendeinem Grund bestätigen gedrückt. Aber es ist geil auch ein bisschen. Ich glaube, Kate wäre zu einfach. Okay, was, Max, was glaubst du, hättest du hier itemmäßig besser machen können? Oh, keine Ahnung, erzähl mal. Ein Sweeper. Ach du Scheiße, jetzt schon. Weißt du, was deine normalen Wards noch nicht, ja. Matrei kommt ein Hook. Mhm. Nö, die sind zu gut. Ich pack Wards hin. Ich respekte aber den Versuch. Oh, die haben hier einen Pink. Jothel Push und danke Lazaro, vielen Dank. Kann ich unterstützen, ne? Wenn die dich jetzt fighten, bist du. Kannst du bitte solo die Mant-Hex flashen? Nutzt den Hack-Flash und flash in den Drake Pit. Dann musst du nicht außen drum laufen. Geil. Da wird ein Sekt wieder. Wir sind drin. Jetzt mal. Oh! Zu gut. Zu gut! Ich hätte rankommen können mit E. Aber er ja, ist weggegangen, wieder hingegangen mit seinem Überspeed und wieder zurück. Der greift mich an. Triple Kill, Bottom Lane. Ja, Tatsache. Das war Katastrophe. Das war komplett Katastrophe. Der Smolder hat mich so gefickt. Also was du da hättest gemacht, wenn der ist, ja, einfach gar nicht für deinen Hook zu gehen. Ja, ne? Also einfach hinlaufen und eh. Dass du einfach den E-Auto-Tech mangeltest können, also in den Hochhaus, ne? Und dann werden der hochgehauen ist sein Hook. Ich glaube, wir können uns einfach anstrengen und werden die Matches trotzdem verlieren, Max. Er war doch aber in seiner Form, oder nicht? Er war am Fliegen, aber das ist ja egal. Du kannst ihn trotzdem angreifen. Der kann damit, also der fliegt A nicht so lange, kann damit über Wände zwar, aber wo will er da hin? Also kannst du einfach Auto-Techen. Vor allem, der ist ja die ganze Zeit hin und her gelaufen, weil er Angst vor deinem Hook hatte. Ja. Du musst auch gar nicht hooken eigentlich. Du kannst ihn so lange links-rechts laufen, dass wir den einfach töten, in den meisten Fällen. Aber ich dachte, das ist sowas wie Fizzweh, wenn er seiner Form ist. Nein! Ich kann ihn auch mit Maisar nicht ulten, wenn er seiner Form ist. Doch! Wenn er fliegt, kannst du ihn ulten. Bro, der kann damit einfach nur durch... angreifen. Ich hab auch schon zu Fabo gesagt, manchmal. Hätte ich ihn ja einfach hauen können. Mit meinem E. Genau, du hast einfach hauen können. Mit deiner E. Ich hab auch zu Fabo schon gesagt, manchmal ist es besser, wenn die Gegner nur Angst vor deinem Hook haben, als dass du ihn wirklich used. Fabo macht das aber gut. Ne, hau ihn hoch. Dann dreht er sich von Silence. Zack ist da. Das geht ja auch so. Ach, dass er mich noch tötet und dass ich keinen der Kills bekomme. Muss reinpushen. Genau. Der Sek sollte dir da helfen normalerweise. Macht er nicht. Natürlich sehr kein Minion bekommen. Ist egal, einfach die Minions müssen in den Turm. Scheiß auf die Milassets. Und jetzt geht's um Sek schnell. Oder lass es sein. Jetzt geh ich. Back, oder? Oder gar hin. Ich bin auch gleich da. Lass da mal hingehen, ich bin auch gleich, ich bin auch auf dem Weg. Geh auf Masri. Guck den mal. Geh nicht weg. Geh einfach hin und hau ihn in die Luft, ja genau. Es gibt noch einen Ortag, sehr schön. Den können wir auch töten. Ich hab keine Mana. Gibst du mir, willst du mir helfen oder?
und ein Blue Buff. Du kannst ihm helfen. Okay, ich komm, ich hab Blue Buff. Nice. Okay, weiter. Oh. Smaller ist noch Botlane und Zack ist da. Du huckst ihn einfach gleich wieder zurück. Wir können das noch weiter fighten. Bro, die Elo ist zu hoch für mich. Die Sidesteps ist zu krass. Ich kann ihn nicht hooken. Ich sag's euch, wie es ist. Das ist zu hoch. Ich kann Platin wieder nicht hooken. Das ist First Time Blitzcrank. Wir wollten Samira Blitzcrank, weil wir dachten, wir spielen gegen Bronze. Ich kann keinen Hook treffen. Nee, ich hab das gepickt, weil ich verlieren wollte. Du musst rein jetzt. Ach, hier doch nicht. Sorry, was? Der hat abgebrochen. Der hat sein Ding gezündet und hat abgebrochen. Da kann ich nichts für. Also da wurdest du nicht von mir gebaitet. Sehr, sehr geiler Sidestep. Da wurdest du actually nicht von mir gebaitet. Tot. Also ein bisschen wurdest du von mir gebaitet, aber der... Hundertprozentig von dir. Du musst Bro, der Zack steht hier und lädt seinen Jump auf. Und dann bricht er ihn ab. Was ist das denn? Locket first item ist gut. Meine Locket ist ein sehr gutes Item, ja. Igidigit. Also ich würde euch auch empfehlen, vor allem oder bei der LAN, euren Champ-Pool etwas einzuschränken. Ja, der ist. Ihr habt eine Liste. Ich hab eine perfekte Liste, nichts anderes darf gespielt werden. Soll ich sie dir sagen? Ich glaube, Lila Soraka, Nami Jinx, Milio Caitlyn. Kann ich die Ulti von ihm wählen? Nein, oder? Varus Nautilus, Kog'Maw Lulu. Und die können wir ineinander in starken Kombis noch durchswitchen. Wir wollen nichts anderes spielen. Aber wir dachten, wir spielen gegen Eisen, wollten Umatra und ich mal was völlig Neues spielen. Weil das sonst zu langweilig ist, immer unsere stärkste Combo zu hitten. Aber jetzt sind wir im allerersten Game gegen Platin 3. Das wusste ich nicht, dass meine W die R deletet. Blitzcrank ist nicht auf der Liste. Ich habe Blitzcrank nie gespielt. Samira ist auch nicht auf der Liste, aber vielleicht bald. Nein, Samira kommt nicht auf die Liste. Ich würde, also, was ich immer empfehle, ist, auf 3 Champions einzuschränken. Ja, das stimmt, also aber Umatra war ja mal hohes Diamond als AD Carry. Der kann die alle. Also deswegen, normalerweise würde ich es auch einschränken. Aber Samira würde ich auf jeden Fall ausklammern, aber. Ja. Ja, aber kannst du mir ruhig auch Tipps geben, wie ich Samira besser spielen kann, ne? Ich finde Champion super interessant. Du kannst ruhig deinen Stream auch anschmeißen, dann gucke ich da auch mal rein. Max sich ihr oder wem mit Samira? Zweites W oder E skillen? Oh, witzig. Du willst deine E auf Blitzcrank? Okay. Oh, zwei Leute coachen das. Samira will den Dash haben. Ich glaube, das ist auch die E, ne? Ja. Dash ist. Blitzcrank ist nicht auf der Liste. Ich wollte euch nur Variety geben, weil das Witzige ist, Umatra hatte da auch Bock drauf. Oh ja, wir spielen gegen Eisen, wir spielen gegen Platin. Ich kann Blitzcrank nicht. Ich bin wahrscheinlich der schlechteste Blitzcrank-Streamer gerade, Spieler. Ja gut, auf ganz Twitch sowieso, aber noch viel mehr. Was hast du jetzt die letzten 30 Warden Sekunden muss ich jetzt. Erreicht? Genau. Er hat mir Platings geklaut und ist nicht mit gerompt. Ja. Oh yeah. Du hast einfach ein Board stellen können in der Zeit. Der Muato ist halt echt eine Legende. Und Samira da alleine vorhitten lassen können. Okay, das sind die Tipps, die ich brauche. Jetzt sind wir in der heißen Phase hier. Ich pack hier einen so eins hin. Ja. Du kannst auch generell mal mit. Obwohl, die sind alle tot, aber. Du kannst wieso darf ich mit die Board setzen gehen, weil. Wieso darf ich mit Blitzcrank nicht meinen W-Skin? Wenn ich so schnell kann, immer wegrennen. Setz mal da den Ward. Was? Hier. Hier? Aufstellen, ja. Und hau die Pflanze. Warum haust du die Pflanze? Info. Und? Keiner da. Was? Damit was, die was, Gegner den nicht hauen können. Genau, damit die Gegner nicht deine Wards blockieren können mit der Pflanze. Jetzt habe ich 3 Wards gesetzt, jetzt muss ich backgehen, das hast du mir beigebracht. Und wenn ich backgehe, habe ich neue Wards wieder. Und ich habe dann auch Locket. Ja, und du hast jetzt sogar Locket, genau. Pass auf, da läuft jemand vor dir, okay. Der Smaller ist aber auch nicht so krass gefarmt. Aber dafür, dass er so einen Free Lane hat, hat er jetzt auch nicht. Oh, der ist so schnell. Der kann ja sogar. Rein. Du kannst Flash Knock-Up machen. Ah, ja, Flash eh. Okay. Das ist schon nice. Meine Ult nicht vergessen. Sehr schön. Sauber, der Zack macht das gut. Was willst du jetzt hier machen? Was kann gerade? Du willst jetzt warden gehen und mich. Wieder warden? Ja, gut, die Platings sind eh schon weg. Die Wards wurden gecleared. Kann ich den überhaupt treffen? Der ist ja so schnell in der Luft mit Speeder. Der hat sogar Ghost gezündet, ne? Kann der nicht immer meinen Hook dodgen? Der hat keinen Ghost, der ist nur sein Speed vom Fliegen.
Aber ja, du willst natürlich warten, bis er fertig geflogen ist. Also, okay. Wie es funktioniert ist, du läufst vor, er kriegt Angst und nutzt seinen Spell und du wartest, bis er fertig geflogen ist und hookst ihn dann. Okay. Wenn er out of range fliegt, dann ist es so, ne? Du wirst nicht immer einen hooken. Wir müssen weg. Und vielleicht hier ein bisschen helfen. Fighten. Also ich fight gar nichts mit meinen AP, Alter. Aber bis dahin bin ich unaufhaltsam. Na, und du willst das ganz linke Support-Item haben. Ah ja, das check ich immer nicht. Boah, ich krieg meine Ultima zu spät, Alter. Die Kombos ist nicht so einfach zu kriegen schnell, ne, mit Samira. Ne, ja, du musst halt, normalerweise preparest du halt. Also du hast Q Autex, hast dazu mal zwei Stacks, bevor du überhaupt reingehst. Ja, man kann auch Autotech W, E, W, Procken, Q, Autotech, hast du es auch, aber das krieg ich nicht hin. Der Turm fällt, ist nur ein HP. Jack ist aber reicht. Oh, schöner Hook! Jetzt musst du rennen, der Turm ist tot. Oder auch kein schöner Hook. Doch klar, jetzt können wir die doch töten. Die haben jetzt so viel raus. Das ist noch dein Locket auf 2, falls du low wirst. Mhm. Hoffentlich kriegen diese Stiefel etwas zu Licht ab. Die Farbe ist ziemlich lang. Läuft gar nicht in Turmrange. Da kommt auch gleich einer. Oh, dann schnell weg. Aus dem River. Dann war gut, dass ich ihn nicht getroffen habe. Ja, wahrscheinlich schon. Gut. Die nehme ich mir hier mit. Der Vega ist wieder drin. Was willst du noch kaufen, bevor du lauf nochmal zurück? Control Wards. Ja. Es reicht auch einer. Ich muss jetzt nicht zwei kaufen, aber einer wäre schon schön. Was ist jetzt, Rumatra? Ihr schreibt ja, Max hat 2 von 15 Hooks getroffen. Stimmt. Über die 2 kann ich sogar richtig stolz sein. Das ist einfach toll. So, drück mal Tab. Wenn du hier fertig bist. Abdauen, das ist doch schlecht. Was soll ich machen? Tab drücken. Bottom Push durch. Und eigentlich kannst du weggehen. Wenn der hier alleine ist, kannst du mich auch alleine lassen, ne? Weil sonst hockst du die ganze XP und dann bin ich behind. Dann kannst du ein bisschen roam gehen, mal Toplane gehen, Botlane gehen. Autolus kommt. Ja, ja, aber wir können die eh nicht fighten. Und der kann mich nicht hooken. Wir können die fighten. Wir können die so nicht fighten. Manchmal bin ich die gute, manchmal bin ich die böse. Alles eine. Ich glaube nicht mal, wenn du den Small hättest, können wir das machen. Ich laufe in die Base. Dass der Small da so machen darf, was er. So einfach machen darf, was er will, Alter, ist so frech. Ärgert dich. Bottom Lane pusht auch durch. Aber ist dann vielleicht nicht schlecht, dann verlieren wir das erste Iron-Rank-Game hart. Ja, ja, ist nicht schlecht, dass wir das verlieren. Das war eigentlich das, was wir wollten. So, aber da. Guck mir nochmal Tab und guck dir mal an, wie. Also, bei wem es gut läuft, bei wem es nicht so gut läuft. Bei Zack läuft gut. Und wann könnt ihr wahrscheinlich falls gewinnen und wann er. Er hat alle Kills auf der Botlane genommen, ne? Ich hab 5 Assists. Ich hab sogar 2 Kills. Das ist verrückt. Komm, jetzt mal. Ja? Ja? Jawohl, Ult. Sehr schön. Ignite kam zu spät. Ja, wir sind tot. Ich bin tot. Oh mein Gott, ich hab ihn gefickt! Sauber. Ich bin tot. Ich hab den Marcel gefickt. Der dachte, er kann nicht 1v1. Geil. Der kleine Köpek, Alter. Geil. Okay. Ich habe 3 Leute noch auf mich gezogen. Sehr gut. Ich räume auf. 3,18 schreibt Nito, okay. Könnt ihr Nito verdanken. Zinks und Nito haben es so für euch zu verdanken. Es kommen danach 80 Games am Stück Milio. Ich nutze meine Q nicht. Nur Speedup und Heal. Not bad. Ich wollte extra Blitzcrank spielen, mit dem ich so überkacke bin. Weil ich den sonst nie spielen kann. Ich bin mein eigener Boss. Hey, merkst du selber, dass schon wieder so das Game ein bisschen vor sich hin schwappt? Ja, ganz dolle. Mhm.
Und was kannst du dagegen tun? Jetzt hier beim Baron fighten, auf geht's rein da. Baron mal mithelfen jetzt hier. Hup. Zack, hoch mit dem. Okay. Super. Jetzt können wir Drake machen oder. Ja, nicht so weit, ja. Okay, ist auch okay. Haben wir genug Damage für Baron in Minute 20? Ja, geht das? Ja. Okay. Dann bin ich ein Hurensohn. Ihr solltet weiter Baron machen. Dann bin ich ein Hurensohn. Okay, krass. Wenn die Gegner kommen, ihr feilt einfach. Drei ich catch einfach einen. Machen. Genau, wenn die Gegner kommen, du huckst sie einfach ran. Setz mal ein Ward über die Wand. Okay, der Echo ist Mitte. Das heißt, der Echo hätte quasi von eurer Seite aus kommen können und über die Wand hüpfen können. Das heißt, da mal ein Ward zu platzieren, würde nicht schaden. Weil ihr habt ihn gerade noch nicht gesehen, bis er dann sich gezeigt hat. Ja. Ach Mann. Das ist schon perfekt. Oh mein Gott. Ist doch gestört. Hast du aber gesehen, bitte. Bro, der ist einfach in einer geraden Linie geradeaus gelaufen. Was für einer Geschwindigkeit. Wir fighten jetzt alles. Die ich nicht begreifen kann. Ja, schöner Hook. Sehr schöner Hook. Jetzt vielleicht noch dein Locket, die 2, drück die 2. Na, schade. Sehr schön. Die ist tot. Fuck, ich glaube, wenn ich da meine Combo reset, meinen Combo rausbekommen hätte, dann hätte ich alle getötet. Warum war der Warwick so schnell? Der Warwick hat eine. Der war ja schneller als Ramos. Okay, aber was glaubst du, hättest du bei Warwick anders machen können, was funktioniert hätte? Hinlauf und E? Ja. Okay, gut. Du hättest einfach ihn gehen können. Aber das war das schnellste. Ich habe höchstens mal einen Hackerim gesehen. Oder einen Fullspeed Ramos, der so schnell war. Der war ja CC'd und slowed in 4 Leute und er ist da einfach rausgelaufen. Wie kann das sein, zum Beispiel? Ja, er hatte da nicht. Was hat er denn für ein Item? Wird kein Item. Ich glaube, dass du weniger Leben da hast, desto schneller ist der oder irgendwie so eine Scheiße. Nee, echt? Das ist, wenn er seine W aktiviert. Er läuft ja auf Gegner. Und Ghost war an? War Ghost an? Ich weiß nicht, ob Ghost an war, aber der war gar nicht so schnell. Richtig? Nee. Muss mir nicht bei den Minions helfen, ne? Knopf verfehlt. Die XP brauche ich. Kennen hat nochmal Warwick, super. Naja, die erste W muss vorm Dash hitten, ich weiß. Steht entweder mein Kriegstrupp oder meine Familie. Kommt darauf an, ob mir jemand gerade auf die Nerven geht. Okay. Was ist gerade euer Ziel? Ich hätte gerne einen Midlane-Turm mit den guten Vasallen. Wollt einen Midlane-Turm. Was kannst du jetzt als Supporter machen, was euch helfen würde? Den Smolder hooken! Oh. Der ist unhookbar, Romata. Den werde ich auch nicht mehr hooken. Den kann ich auch in 100 von 100 Games, werde ich den nicht hooken. Andere Kugeln. Warum nicht beides? Worauf ich hinaus will, ist, du kannst schon mal deine Wards stellen. Ich habe kein Control-Ward. Pack so ein Ward hier hin. Mhm. Aber. Also, würde ich hier gerne. Ja? Guck mal, Tap. Ja. Tap, ja? Ja, was steht da beim Drake? 2 Minuten. Ja. Jetzt klick nur auf deinen Ward drauf. Hält das nicht lang genug? Hält nicht lang genug. 135 Sekunden. Nee, noch, also 150 Sekunden insgesamt. Das heißt, der Ward ich kann nur clearen. Aber deren Wards wären doch auch weg, wenn es soweit ist. Wer glaubt, ich genau, also deswegen, du bist auch ungefähr so eine Minute vor einem Objective. Das Objective preparen. Ne, damit deine Wards lang genug halten, weil normalerweise. Muss mich mein Team jetzt hierbei nicht unterstützen? Also normalerweise willst du zusammen mit deinem Jungler Vision aufbauen. Echo war hier irgendwo. Zu alleine meistens zu gefährlich ist. Da ist er. Oh, kannst du mit dem Feinden oder? Nevermind. Komm. Wo ist der schon hochgestackt? Was war jetzt falsch? Habe ich nicht mit der Auto-Tag angefangen? Ach, das Minion geht weg, dann wäre geil gewesen. Dann der Vega schnell. Die Hooks sind nicht geilsten. Ja, ja. So, jetzt wollt ihr schon auch dann Richtung Drake gucken. Da muss ich jetzt auch hinlaufen, ne? Warum ist dieses Game nicht so Teamfight-mäßig? Das ist ja schrecklich. Normalerweise läufst du mit Blitzcrank rum, zu fünft, und dann huckst du einen, dann ist der im Arsch. Aber wir haben ja gar kein Team. Vega geht back, Cannon geht back, Samira ist top, keiner macht Drake. Das ist ja 40 Sekunden da. Amüsieren wir uns.
muss jetzt hier unten aufpassen. Ja. Muss jetzt weit. Oh, geile Hook. Holt auch noch. Also der Smolder muss tot sein. Wir sind alle tot. Ja. Nein, nein, Smolder ist tot. Alles gut. Also eigentlich haben wir gerade Smolder gekillt. Ich weiß ja nicht, warum wir da unten Botlane fightet zu zweit. Wir haben Hintipied. Shutdown sogar? Das ist krank. Wir können das aber fighten. Wenn ich meine Ulti, wenn ich meine Combo nicht verkacke, können wir das fighten. Ein 2 gegen 5? Ne, 3 gegen 5. Ja, klar, guck mal, wie low die sind. Aber muss halt der Sack reingehen und nicht ich. Also wenn der Sektor jetzt reinhüpft, gewinnen wir. Komm, tu Sek. Bitte Sek, ich brauch das. Der hat meine Ulti unterbrochen. Oh mein Gott, was? Der hat mit seinem 4 meine Ulti unterbrochen. Das habe ich ja noch nie gesehen. Das ist ja krass. Da musst du gar nicht hingehen. Da musst du gar nicht hingehen, Ken. Das ist so der meine Wave. So, wo willst du deine nächsten Wards platzieren? Baron kommt in 30 Sekunden. Ja. Aber ich würde auch ein bisschen den Zac unterstützen. Okay, aber guck, glaubst, kann man nicht treffen. Ankommst? Ja. Ja, glaubst du? Okay, möchtest du was tun, was zu 100% produktiv ist und euch was bringt? Oder möchtest du was tun, was darauf... Das war der Try und jetzt gehe ich schnell warden. Was hier vorne abgibt, ganz an der Ecke. Lustig, wenn ich in dann haben wir noch hier an der Kante. Ja, jetzt habe ich keinen Control Ward. Okay. Dann packe ich hier noch eins hin. Okay, was machst du? Nee, wir haben noch eins, wir haben noch hier eins gerade. Meine Ward ist da noch drin, dann lassen wir das. Gut. Okay, ja. Wir haben mal halt drei Pushing Lanes, Alter. Das nervt halt ein bisschen, ne? Zum Beispiel jetzt gerade. Hilfe! Wenn man im Team oh, der macht Damage. Ich würde einfach einen Nash machen, ne? Die haben keinen Jungle, der ist tot. Was man natürlich auch machen kann, ist einfach Random Mitte fighten. Random Mitte fight ist geil. Ja, Random Mitte fight ist toll. Was? Der hat im Silence geultet? Ist das in der Luft? Der Silence hält gerade kurz nur. Oh, der ist geslowt, jetzt ein Hook! Du kannst ihn treffen! Schade. Läuft aus, das kann ich nicht treffen. Einfach rausgelaufen. Echo wieder full speed up. Jeder, die spielen alle mit speed ups. Oh, was macht der Weiger? Oh, der Flash vom Weiger. Hör auf, du stirbst, wenn du ihn hookst. Oh. Ich will nicht sterben. Du bist so tot, Alter. Der ist so viel schneller Hilfe. Als du. Das Master Yi. Alles, was er kann, ist auf dich. Oh, jetzt machen die wahrscheinlich Baron. Jetzt müssen wir ganz, ganz schnell dahin, Alter. Jetzt hab ich also den Hook auf, also den Hook, der dich umbringt, den triffst du, ne? Ja, der trifft. Was ist Trailblazer? Hab ich noch nie beim ganzen Leben gesehen, das Item. Hinter dir machst du so eine kleine Spur und wenn da deine Teammates durchlaufen, werden die auch schneller. Ist das geil, das ist mit Frozen Heart. Das sind nur Adis. Oder? Ja, Frozen Heart. Smolder, Warwick. Frozen Heart, it is. Die drei Milis haben, die Ortix machen wollen, ja. Passt doch, oder? Mhm. Was kaufst du dir noch gleich? Control Ward, soweit ich 75 Gold hatte, aber die hatte ich noch nicht, da habe ich drauf gewartet. Okay. Jena sind vielleicht immer noch an Nash, oder vielleicht machen sie auch was, oder kommt gar kein Nash. Also der Yi war gerade Topside. Außer, dass der überbait und der Yi ist push top, damit die nicht denken, dass sie Nash machen, ja, aber... Die haben aus irgendeinem Grund einfach keinen Nash gemacht. Ich meine, sowas wie Quickcast oder Smartcast. Ich weiß nicht, ob das was für dich ist, Max. Dass boah, das hasse dass ich so sehr, nochmal ne? Klicken musst. Ja, wenn du es hast, dann lass es erstmal. Oh, eigentlich können wir den bursten, ne? Also der darf eigentlich nicht so weit vorne stehen, ne? Den können wir easy töten. Ja, wenn ich den catche, sagen alle wieder, oh, bist du lustig, du hast Nautilus geguckt. Nein, 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 das ist der fucking Support, Alter. Den können wir so easy bursten. Zeig Control Ward. Okay, mein Control Ward tut ins Pit. Wir haben halt Mitte nicht rausgepusht vorher, leider. Jetzt, was macht Cannon? Wieso geht Cannon mit dem Pushen? Nein! Ah! Setz dein Ward einfach über den Wagen. Wird jetzt ein Panic Ward gemacht, geht das auch? Auch eine Option. Knock up. Und Locket gleich. Wir sind mit zwei. Perfekt. Schade. Also, dass der Cannon mit dem Push, das ist verrückt. Sehr schön, und jetzt können wir immer noch nashen.
Ich bin halt tot, ne? Ja, der Sekt macht relativ viel Schaden am Mesh. Hilfe, Smolder, ich brauch die W für meine Combo, Leute. Die hat 25 Sekunden Abklingzeit. Ich hätte dich retten können, wenn ich gecheckt hätte, ich hätte Locket jetzt überlebt. Oh, schade. Hatte ich Barrier? Ich bin mir gar nicht sicher. Ach so. Vielleicht hatte ich auch einfach Barrier, hab mich auch nicht gerettet. Ich lasse dann aber auch schon los, wenn ich meinen Ulti nicht rauskriege in den ersten 2 Sekunden Fight, dann ist auch schon vorbei. Wir haben halt keinen Siege, ne? Irgendwie. Wir können nie pushen gegen die. Die haben Smolder. Ja gut, das war's eigentlich. Er braucht Nash zum Pushen. Aber mit Nash können ja auf jeden Fall pushen. Ich hab ihn das Leben gerettet. Beinahe. Du musst aufpassen, da von oben kommt der Morbid gegen von dir. Genossen! Ist doch dumm schnell, what the fuck? Der ist jetzt schon wieder Bottom, was ist das? Das ist doch krank, der hat doch irgendwas. Er hat keinen Movement Speed. Oh, diesen Drake, ne? Eieieiei. Den geben wir ab, oder? Wahrscheinlich besser gewesen, als diese bisschen Rüstung zu kaufen. Ah, ein Control Ward. Scheiße, ich muss eins. Ich finde, ich habe zu wenig Spots zum Kaufen. Und dann noch einer noch weniger, weil man immer Control Wards dabei hat. Das macht mich ja fertig. Danke, Miss Checkmate für den Primer. Ja, so eine. Ich bin nicht da zum Fighten, ne? Wo man es probiert. Hä? Brutal als normal. Nice. Jetzt können wir ihn mitnehmen. Ich gehe Botlane pushen, oder? Oder soll ich mit dem mit? Weil eigentlich sind die alle tot, ne? Was mache ich jetzt, Karma? Geh ich jetzt mit dem mit? Reinpushen. Weil eigentlich sind ja alle tot, ja, ne? Du kannst Bot reinpushen und das Team shiftet danach von Mitte zu Bot und Bot hier 2 noch. Weil das müssen die ja eigentlich alleine schaffen in den Nib, oder? Zu dritt gegen 2. Eigentlich zu viert, ich weiß nicht, ob der Ken gebackt ist. Genau, und jetzt geht ihr direkt gleich Botlane. Ping auch on my way Botlane. Ping einfach on my way Botlane zum Bot hier 2. Meine Familie meint, ich soll sesshaft werden. Nicht mein. So, es haben alle geschafft, bis auf Sekf zu folgen. Sehr gut. Den kriegt man beim nächsten Ping. Nächstes Mal schaffen wir den auch noch mit. Und jetzt gehen wir zurück und resetten, ne? Er ist ja, drin, er ist drin, er ist drin! Hey, was ist denn? Ich bin rausgezogen, aber wir haben ihn Kill. Egal, er ist tot. Er ist tot. Ja, ich hab die Combo geschafft! Aber er ist schon gestorben nach der Combo direkt. Bottom geht's weiter. Die können jetzt sogar weitermachen. Die Gegner sind zu deep gegangen, haben wieder 2 Leute verloren. Die können jetzt ganz easy den Tower hier schade ziehen. Oh, meine Samira ist so gut auf der Liste. Die dodgen so gut, ich muss einfach random reinhucken, da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich treffe. Das ist so ein Punkt, wo du einfach auch deinen Hook halten kannst. Die Angst, dass sie gehuckt werden, hält dich schon vom Turm weg. Okay. Wenn du einen Hook raus hast, dann trauen sie sich vielleicht wieder vor. Jetzt können wir noch zu Sek hochgehen, ne? Oder du engaged da. Auch immer eine Option. Hab engaged. Gewehre und Schwerter passen zusammen wie Reis und Safran. Ich bin nach oben gegangen, ne? Hab einen Hook, bringt nichts. Oh. Lock it! Ist raus schon. Hast du volle Schild bekommen. Schade. Ja, wir hätten einfach hochgehen sollen zu dem Zack. Oh, ich habe 18 Assists, das tut so weh, ne? Deine Ult noch an? Meine? Je. Nee. Egal, die haben nichts, was die machen können davon. Drake nicht ab, Baron nicht ab. Man kann Master Yi nicht slowen. Während der Ult, genau. Aber kann man seine Attack Speed slowen. Ja, klar. Sadman, ich finde geile Frage, aber, ne? Ich glaube auch nicht. Ist schon echt viel ein Ohr. Ist auch egal, ob man kann oder nicht, aber es geht darum, dass es eine geile Frage war. Okay, aber wohin läufst du gerade? Trotzdem wollte ich. Scheiße, warum? Moment, eben war. Also, wenn du einen von den Hooks, können wir die töten, ne? Schöner Hook. Ult. Schade. Ich glaube, wenn du geultet hättest du den. Hätte er ihn silencen können, bevor er Ult rauskriegt, oder geht das nicht? Ja, ja. Doch, geht. Aber ich kann. Okay, aber E kann ich nicht instant machen, ne? Ich glaube. Hook E, ich hab Hook E. Ich hab Hook E gemacht, er hat dazwischen sich halt weggeballert. Ja. Ne, da der silencer, dann kommt er nicht weg und dann haben wir einen Kill, glaube ich. Pink Ward vergessen, ja, stimmt.
Ah, der Rackmake, dein Fintan. Warum? Das ist immer das Schrecklichste, was es gibt. Ja. Vor allem, ich hatte so 15 Sekunden kein Internet und das Stream ist auch nicht on geblieben, sondern das ist komplett neu. Das ist alle. Scheiße. Ah, Q, Ult, E, dann ist safer, okay. Nice. Ja, Leute, jetzt gewinnen wir. Aber ist das nicht schlecht, wenn wir das gewinnen? Ja. Aber ich hab ja gedrückt. Ich hab 19 Assists inzwischen. Ich könnte 25. So, ihr wollt jetzt Mitte reinpushen und dann nach eurem Team top-moven. Aber dann geben wir den Drake auf, ne? Ja, drück mal Tab. Das ist der dritte, ja, ich weiß, aber. So, sonst auch ich geil. Sehen, ja. Achso, ja, nein, das können wir nicht gleichzeitig machen. Was glaubt ihr, dass der dritte Drake hier für irgendjemanden irgendeinen Einfluss hat? Ja. Um mein Ziel zu treffen. Was ist das für ein Drake? Das wäre Cloud Soul, Alter. Cloud Soul ist so geil zu spielen mit. Ihr solltet nicht erst in 10 Minuten das Game gewinnen. Ihr solltet das Game. Ja, dann lass jetzt hier. Mann, ping auch mal, hilf mir, Max! Es reicht nicht, wenn ich alleine ping. Der Zack will aus irgendeinem Grund alleine Mitte pushen. Du hast die falsche Pings benutzt. Guck mal, wie sie jetzt kommen. Naja, bestimmt. Du hast Hilfe angefordert. Ich hab gesagt, ich gehe da hin. Das ist der Unterschied. Nee, ich hab nicht Hilfe. Ah, doch, hab ich. Du hast Hilfe angefordert. Ja, Hilfe anfordern ist schlecht. Du musst dich vor Tatsachen stellen. Und jetzt schnappen wir uns den. Jetzt schnappen wir uns den in der Mitte, Alter. Obwohl, der meint, der hat 10.000 Movement Speed. Nee, den nehmen wir uns. Bro, der kommt jetzt weg. Jetzt reicht's. Wie willst du ihn dir packen, aber warum, Alter, ist der denn so schnell? Was ist das denn? Der ist doch uncatchbar. Jetzt hat er Ghost an. Wo ist er? Die Mann Drake? Aber von mir aus können wir doch fighten an Drake. Also was ihr vor allem einfach machen sollt, ist jetzt alle drei Inhibs holen und das Game beenden. Die können nichts machen, wenn ihr die Pings einfach bufft. Das ist schwierig. Ich weiß, es ist schwierig. Kills sind schon lustig und so. Machen Spaß. Oh, ich hab hier einen Interrupt. Ich hab mir was ist das? Leben ausgesucht. Klar. Irgendwann kostet es mich vielleicht. Mann, wieso will der Zekin jetzt Botlane chasen? Wir müssen bitte kurz aufpassen, weil es sind zwei. Ja. Wir gehen das auch Botlane move, komm, scheiß drauf. Echt jetzt? Ja, wir können nicht zu zweit fighten, das ist tot. Ja, nur lost. Ja, nee, vielleicht können wir den abfangen. Er sollte jetzt sterben und dann sollte er aber weiter pushen können. Warum ist der denn so schnell? Ich versteh's nicht. Der hat nicht schon wieder Ghost, oder? Nee, der hat muss doch irgendein Skill sein. Das vierte Item von ihm, wenn du mal über sein Item drüber hoverst. Force of Nature? Force of Nature gibt 10% Bonus Move Speed, wenn er stackt hat. Okay. Hoffentlich kriegen diese Stiefel keine Wards mehr. Kannst du jetzt ulten? Oh. Oh, schöne Ult. Kann er nicht ulten. Super. So, und jetzt schaust du mal. Mitte Inhib. Ja, aber du schaust mal, also deine Aufgabe ist nur Smolder zu holen. Jetzt noch. Du schaust einfach mal, wenn der irgendwie so nah dran ist, dass du Flash Auto-Tag machen kannst, also ihn hochhauen kannst, dann geht er. Top-Lane, komm Top-Lane, Max, komm Top-Lane, Max, bitte. Ja, ich will einfach die Inhibs alle holen. Kannst auch oh, das ist schlecht für ihn. Na, schade, war ein schöner Versuch, aber kippen zu erwecken. Also dann wären es ich, du und deine Mom, richtig? Ja, jetzt haben wir es verloren. Game over. Haben wir einfach verloren jetzt? Nee, oder? Die können nicht enden. Also Ken sollte auch Wave gehen können. Aber was ist noch ein gutes Item? Schwerer und schwerer. Und Knights Vow wäre zum Beispiel ein gutes Item. Wieso hat mein Ulti so wenig Damage gemacht an dem Smolder? Das verbindest du mit jemandem, also am besten mit deinem High. Chiller, dein 5 Prime 90 Monate. Das ist echt ein cooles Item, krass. Genau, das ist ja überkrass, wenn wir ahead sind auch später. Wir spielen ja Nautilus Kaiser. Wenn wir so 8-0 Bottomlane stehen, ist das Item ja Wahnsinn. Ja, das kauft man. So, ich geh erst mit. Oh, wunderschön, dass er den Smolder da hat. Schade. Wir haben nicht 3 Inhibs. Wieso haben wir denn den nicht geholt? Ich dachte, ich attack jetzt den Smolder und fick ihn. Dachte ich auch, aber der spielt crazy abgefuckt krass gut. Ja, der ist einfach Level 18 inzwischen. Und der ist gefarmt jetzt.
Du hast auch zwei Nims verloren. Ja. Wow, Mata. Pick dich, Master. Also, dass du als AD-Carry in Yi holst, obwohl du deinen Spell gemisst hast, ist halt crazy. Welchen Spell habe ich gemisst? Sag's mir sofort. Er war einmal in dein, er ist auch einmal gekuht, wo du in alle Richtungen geballert hast. Ist das kein Skill? Nee, das war nicht mein Ulti. Das war nur, das ist, den habe ich eigentlich nur gemacht, um den Stack zu kriegen. Wow. Gefickt habe ich ihn. Ach du Scheiße. Was macht denn der Vega immer? Ja, der ist auch interessant unterwegs. Sind halt trotzdem nur. Also jeden einzelnen Teamfight gewinnt ihr. Aber bisher. Wie ist dieses Game? So, und jetzt kriegen sie nämlich den hart, ne? Drake. Ich hab 20 Assists. Im Late kann ich jetzt keine Wards mehr haben, Control Wards, ne? Es gibt ein Item, das lässt dir ja Control-Wards speichern. Krass. Und, du musst jetzt aufpassen, du bist ja komplett alleine in deinem Teamfight in der Mitte. Gewardet. Ich check nicht, warum der Ken immer zurückgeht. Der will Warwick defenden. Ich bin die Rose, die in der Wüste überlebt hat. Ja, wir haben verloren. Digga, ja, also das ist aber auch verarscht, das Game ist, oder? Also das Game ist unwinnable für uns. Die haben Champions, die haben Leute, die wissen, was sie machen und wir nicht. Der Warwick ist, spielt das so gut. Die kriegen jetzt auch den Cloud Drake, dann ist eh komplett over mit dem Warwick. Dann rennt er nur noch weg. Ist das krass. Der Deck will den stealen. Ich bin hinter denen. Ist das gut, wenn ich hinter denen bin? Hol dir Massi. Aber dein Team muss kommen, Die schlafen alle. Noch dein Locket, nicht vergessen. Schon gesetzt. Sehr schön, dein Sack ist auch drin. Ja, du bist auch noch am Leben. Mehr kannst du nicht machen. Also wie oft der mich schon interrupted hat, ist ja verrückt. Habe ich gerade das Game gewonnen? Also wir waren drei von denen getötet. War auf jeden Fall stark, ja. Aber jetzt musst du das einmal auf, also wenn Matra bei dir ist, dann klickst du einmal damit auf ihn drauf. Und du musst sie noch verbinden quasi mit ihm. Verbinde ich mit mir. Können wir den handen? Kannst du mit der Herrin? Ja. Mach mal. Vielleicht kriegen wir den. Ich räume auf. Wann kannst du wieder rennen? Wieso bin ich geslowt? Nein, wenn dein W ausläuft, am Ende slowt. Ja, und der Drake wurde geklaut. Wir haben, du kriegst ihn nicht mehr. Der wurde gerade probiert. Uns wurde gerade die Wolkenseele von Smolder geklaut. Geklaut! Geht einfach, pinkt einfach Mitte. Scheiß auf den Blue-Buff. Geht einfach Mitte. Jetzt haben wir ihn schon. Ja, wir müssen ihn kurz töten, den Blue-Buff. So, jetzt können wir Mitte. Ja, jetzt haben wir, jetzt können wir Mitte. Einfach Mitte runter. Mitte. Und dann haben wir das schon. Geht einfach runter. Okay, geil. Ihr pinkt einfach weiter on my way. Ihr nehmt auf jeden Fall die Tipps. Ja, setzt den Hook. Du triffst ihn. Schade. Der ist outrange wieder. Smolder, der wäre wichtig gewesen. Wir müssen rein, geh rein, Max. Probier's hooken, irgendwas. Egal wen du hookst, wir gewinnen. Irgendwen! Hook irgendwen! Ich muss irgendwo random hinhooken, weil der so schnell ist. Schlag, wir werfen ihn hoch! Du hast noch dein Ult. Silence. Das war doch insane. Ah, schade. Noch Hook weiter! 7 Sekunden. Ich kann weitermachen. Ken ist da, Ken hat Ulti. Huck sie alle! Jetzt hast du ein Problem. Einfach Mitte runter. Gleich wenn die Wave Mitte kommt, einfach mal einen Huck setzen. Egal wen. Oh, ich bin gehuckt. Hab ihn! Ja! Sehr geiler Huck. Durch die Minions, damit rechnet er nicht. Da wird er unachtsam und dann ist es das. Jetzt lass mal hier beenden. Ihr müsst jetzt nur 2 gegen 4 beenden, ne? Und es sind nicht so starke Gegner. Das solltet ihr schaffen. Hast du noch Locket oder so? Ja, Locket ist noch ab. Kannst du gleich mal präemptiv locketen, bevor der reingeht?
Jetzt zum Beispiel, jetzt mal locken einfach. Einfach, lauf einfach nach vorne. Lauf einfach nach vorne. Sehr schön. Ich hab mein Ding gedodged. Einfach die Tür zünden. Einfach beenden. Oh, ist das krank, Alter. Ist das ein krasses Game. Wow, gut gespielt, Max. Der Hook auf den Smolder hat tatsächlich das Game gewonnen, ne? Also der Hook auf den Smolder gewinnt da das Game. Ich hab's aber vorher schon 9-mal verloren. Ist egal. Oh, ist egal. Darum geht's nicht. Es geht nicht darum, welcher Hook nicht trifft. Das ist sehr abgefuckt krank. Zeig mal, wo sind wir eingerankt? Ich bin Gold 4. Ich bin nicht gleich eingerankt. Wo bist du, Max? Silber 3. Das ist halt krass, das check ich nicht. Wieso bin ich denn Gold 4 und du bist Silber 3? Ach du Scheiße. Haben wir alle Normal Games zusammengespielt? Romat hat auch mal alleine gespielt. Nee, nee, alleine habe ich nur Bot Games gespielt. Echt? Ja, ich glaube, ich habe. Wie KD8 auch mit reinzählen. KD8 zählt mit rein. Ich hoffe, es geht dir gut. Also ich bin Gold 4? Ich bin Gold 4, ja. Eine ganze Elo-Unterschied. Matze ist da dann für ein Prime für 10 Monate. Aber es geht, wir können ja zusammen spielen. Ja, gut, aber dann bist du Platin und ich bin immer noch Gold 4. Das stimmt. Boah, das ist jetzt schwierig, ne?